Uhr 41, 11 Uhr 40, hilflose Person, Lehrterstraße 68, FSB von Wache 41, es fährt Brandobermeister Pieper, RTW. Verstanden. Ort, eine Feuerwache in Berlin, im Winter 1969, auf der Suche nach einem Menschen, den es nicht mehr gibt. Tablettenvergiftung haben wir, wo ich sage, im Monat über 20 haben wir auf alle Fälle. Also wir haben ja relativ viel. Und dann steigt natürlich, Selbstmordfälle steigen natürlich dann an vor Feiertagen, vor Ostern, vor Weihnachten, nicht? Dann so. Also dann schnellt es sprungartig hoch, nicht? Also vor irgendeinem großen Feier, nicht? Wo Familienfeste, wo es denen dann würcht, hier nicht, jetzt sind wir alleine, also da kann man warten drauf, nicht? Dann geht es sprungartig nach oben. In der Bundesrepublik sind es fast 13.000 im Jahr. Einen der in Berlin gemeldeten Fälle habe ich willkürlich herausgegriffen. Das war Clara Heidebreck. Geboren am 16. Juli 1896 in Berlin, evangelisch, ledig, ohne Kinder. Wohnhaft in Berlin-Wedding, Grüntaler Straße 59a, kleiner Aufgang. Gegenüber dem Haus liegt die Grenze, die hier von dem S-Bahn-Damm gebildet wird. Die Straßenunterführung hat man zugemauert. Clara Heidebreck wohnte sehr lange in diesem Haus, über 50 Jahre, genau seit dem 1. April 1913. Als sie einzog, war sie 17 Jahre alt, als sie es verließ, 72. Und doch wussten die Nachbarn nicht mehr über sie zu sagen als... Die kenne ich gar nicht. Sie hat ja, wie gesagt, kaum mit jemand gesprochen. Nee, auch nicht. Also im Haus selbst hat sie gar nicht Kontakt gehabt. Sie wohnte sehr zurückgezogen. Nein. Nein. Ihre Wohnung lag im 4. Stock. Ein Zimmer mit Küche, Innentoilette und Balkon. Dort lebte sie bis zum 10. März 1969. Was geschah an diesem Tage? Der Herr Heidebreck, also der Neffe, hat die Polizei angerufen, ja, weil er vermutet, dass ein Unglücksfall in der Wohnung eben vorgefallen ist, weil er die Tante eben lange nicht mehr gesehen hat. Ne? Also eine Woche vorher hatte sie Nachbarsleute hierher geschickt, die haben mit einem Zettel: Wir möchten mal rüberkommen, das ginge ihr nicht gut. Dann ging man dann rüber. Dann war ein bisschen erschüttert über, nach 10 Jahren, Mensch, wird nicht jünger, fahlblass im Gesicht und knapp Luft gekriegt. Und, wie geht's und was machst du? Und ja und so, und dann haben wir so alles nur erstmal rausgezogen, was nur war, was sich nur abgespielt hat. Ich sag, na, weißt du was, es muss ja mit dir was geschehen, du kannst ja hier so alleine nicht weitermachen. Sie wohnte 4 Treppen, also sie hat ja schon in der Wohnung gehabt, nur soll sie dann noch die Treppen laufen, also ausgeschlossen. Der Neffe schildert die alte Dame als ziemlich einsiedlerisch, ein bisschen eigenbrötlerisch und sie hat auch mit der Familie keinen Kontakt gehabt. Und hat jetzt vor kurzem eine Nachbarin zu ihm geschickt, sie fühlt sich krank. Da ist er rumgegangen, hat gesagt, was ist los, er wohnt in der Nähe. Und da sagte sie, sie war beim Arzt. Der Arzt hatte sie gar nicht untersucht den ersten Tag. Der sagt, Frau, Sie sind zuckerkrank, weil sie immer sprach von Trinken. Und sagt, dann gehen Sie nach Hause, bringen Sie einen Urin denn und denn mit. Von Tag und Nacht, also morgens und abends den Urin. Und dann kommen Sie wieder her, dann untersuche ich Sie. Und das hat sie gar nicht mehr geschafft. Ich weiß nicht, wie die aussah und was weiß ich nicht. Sie hat mich nur gefragt, haben Sie Kinder, sind Sie verheiratet, rauchen Sie, saufen Sie, wie ich das so tue. Schreiben Sie, lassen Sie es, ja, der Doktor sagt saufen, der sagt trinken Sie. Aber ich sage saufen, ich bin Rheinländer, ja, wie gesagt, saufen Sie. Ich war sehr entsetzt, nicht, und da habe ich gemerkt, da so eine junge Frau, da muss da Acht geben. Nicht bei den anderen können Sie es ruhig sagen, aber bei nicht Verheirateten, nicht, die den Ton des Mannes nicht kennen, da dürfen sie sich da nicht, die sind dann entsetzt.
hat mal eine zu mir gesagt, sieht man mir das nicht an? Ich hätte bald damals gesagt, jo, Sie sehen eigentlich versoffen aus. Nicht? So geht das denn. Das war alles. Das war alles. Jetzt ist der Neffe zu ihr gegangen, hat gesagt, na also Tante, so alleine kannst du dich ja hier nicht rumquälen, da muss ja der Arzt mal kommen, und ist zu dem Arzt hingegangen. Und da hörte ich schon vom Sprechzimmer, also wie der Mann sagt, so alt war die Dame noch gar nicht, die kann ruhig hierher kommen. Und nun kam ich vom Sprechzimmer aus zu ihm und ich sage, entschuldigen Sie bitte, wenn ich da was zu sage, ich bin der Neffe, komme direkt von meiner Tante jetzt, die kann nicht mehr gesundheitlich, sonst wäre ich nicht hier. Hier muss dringend etwas geschehen, zumindest ein ärztlicher Besuch ist dringend erforderlich. Da sollte die Frau von dem Neffen hingehen, in die Wohnung gehen, damit jemand da war. Zwischen 2 und 4, kurz vor 2 war die da und da hat keiner mehr aufgemacht. Am 10.3. war ich da, falscher Aufgang. Ich wusste nicht, dass es 2 gab und da hat sich noch mal einer gemeldet und hat mir gesagt... Na, hören Sie mal, Sie können nicht einfach abfahren. Hier ist eine Frau in Lebensgefahr, die liegt hier, Sie können nicht einfach abfahren. Ich wollte die Feuerwehr schön aus dem Mittag holen, denn um 1, kurz 10 vor 1 hatte die Frau Heidebreck bei uns geklingelt, danach gefragt und sie traute sich irgendwie nicht. Und dann der Arzt sollte kommen, nicht zwischen 14 und 16 Uhr. Jedenfalls kurz danach, nachdem dieses Gespräch beendet war, sagte ich dann zu dem jungen Mann da, wo man telefoniert, und ich sage, ja, nun muss ich Sie bitten, doch die Feuerwehr anzurufen. Und die prüfen dann, wie sie am besten in die Wohnung eindringen können. Ja, und versuchen natürlich auch das mildeste Mittel erstmal, ja, nicht gleich die Tür einschlagen, sondern haben versucht, von der Nachbarwohnung, ja, über dem Balkon, ja, haben sie erstmal geprüft, ob es überhaupt geht, ne, und dann hat sich dann einer angeseilt und ist rüber auf den Balkon und zum Glück war die Balkontür auf und ist eingedrungen und hat dann uns die Tür aufgemacht. Naja, und dann kommen wir rein, dann haben wir die Frau im Sessel, lag sie voll bekleidet, ja, also angezogen. Im Sessel? Ja, ja, im Sessel lag sie dann praktisch so. Drin hat dann noch geatmet, ne, und dann wird natürlich auf dem schnellsten Wege mit dem UV von der Feuerwehr sofort ins Krankenhaus. Eine Frau Heidebrück an Tablettenvergiftung. Lag die bei euch? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich meine, die Feuerwehr hat die Frau gebracht und hat sie hier abgeladen. Ach, die ist schon tot hergekommen. Ach so, die lag nur im Feuerwehrraum. Aha, aber bei euch hinten. Auf der 2. Ja, na ist gut, Dankeschön. Also, die... Auf der Station 2. Ich habe mir die Leiche im Krankenhaus angesehen und habe den Abschiedsbrief mit amtlichen Unterlagen verglichen. Ach, das war die und Leiche. Auf, ja, die aufgrund des Abschiedsbriefes, wir haben doch die Meldeunterlagen bei einem Revier, Personalausweis und so weiter, dann sieht man natürlich schon, ob die Handschrift identisch ist des Abschiedsbriefes mit den amtlichen Unterlagen von der Meldestelle. Wo ist der Zweitbrüche geblieben? Wer hat denn den? Der Zweitbrüche muss das erste K haben. Mal sehen, was wir hier haben. Herr Ernst Heidebreck in Berlin-Grüntaler 59, dass er am heutigen Tag mit seiner Tante, Frau Clara Heidebreck, Grünberg 59, kleiner Eingang wohnhaft verabredet war. Da sie auf mehrmals Klopfen, Klingeln und Klopfen in ihrer Wohnungstür nicht geöffnet hatte, vermute Herr Heidebreck einen Unfall, das ist der Neffe. Die Feuerwehr stieg über den Balkon in die Wohnung ein und öffnete diese. Also wir sollten da nicht rennen. Also erstmal musste erstmal die Polizei alles sortieren, was dann sich abspielte. Und dann kam ein Polizist draußen und sagte, ist hier ein Ernst Heidebreck bei. Ich sage, ja, der bin ich. Ja, an Sie ist hier ein Umschlag geschrieben direkt und machen Sie am besten gleich mal auf, ob da was drin ist, dass wir was erfahren können, warum, wieso und was. Ein Abschiedsbrief wurde auf dem Tisch geworfen und liegt dem Vorhang bei. Berlin, 10.3. war der Montag. Lieber Ernst, verzeih mir bitte, dass ich dir so viele Unannehmlichkeiten bereite. Würdest du bitte noch einmal zum Postcheckamt fahren und die Geldangelegenheit regeln? Fragezeichen. Vorausgesetzt natürlich, dass mir der Abschied von dieser Welt geglückt ist. In meinem Geldtäschchen liegt das restliche Geld. Davon müssen aber noch die BEWAG und GASAG bezahlt werden. Man kann also nicht allzu viel Geld zurückverlangen. Aus meinem Nachlass kannst du dich schadlos halten. Den Brief an W. Rassner, ich weiß nicht, wer es ist. Na, das ist die Schwester. Stecke bitte in den Briefkasten. Ich selbst weiß nicht, was unten in meinem Hausbriefkasten liegt, bin todunglücklich.
Vergebt mir alle und seid ihr Dank, Tante Claire. In der Küche wurden zwei leere Tablettenschachteln voll von Maike Betadorm. Durch die Feuerwehr wurde Frau Heiderbeck im jüdischen Krankenhaus zugeführt, wo sie verbleibt. Lebensgefahr besteht. Die Wohnung wurde von unterzeichneten ordnungsgemäß verschlossen, gesichert. Die Wohnungsschlüssel wurden in dieser Zahl der Schwester übergeben. Frau Heiderbeck führen Sie auf Station 2. Jetzt holen wir sie aus dem jüdischen Krankenhaus ab, mit dem Leichenwagen. Dann kommt sie nach dem Krematorium in die Richtstraße. Und dort bleibt sie stehen, bis sie dran ist, bis nun Platz ist und so weiter, dass sie verbrannt werden kann. War Clara Heidebreck religiös? Sie war in der Kirche drin, sie ist 1931 wieder eingetreten. Also musste da irgendwie bewusst Wert drauf gelegt haben. Aber trotzdem, sie hat aus ihrer Lebensversicherung, da hat sie so einen kleinen Zettel aufgeklebt, dass sie die Feuerbestattung wünscht. So bleibt die Frage, warum hat Clara Heidebreck Tabletten genommen? Warum? Vielleicht gibt ihr Leben darüber Aufschluss. 1896 ist sie geboren. In Berlin geboren, ja. Die Großeltern sind beide zugezogen, Großvater aus Pommern und Großmutter aus dem Nürnberger Raum. Süddeutschen Raum. Haben beide in Berlin geheiratet. Aus dieser Ehe sind 7 Kinder hervorgegangen. Die sind nur der Älteste ist 1880 geboren. Mein Vater war der Zweitälteste. Das ist Lotte, die älteste Schwester, und Hermann, der jüngste Bruder. Beide nicht mehr am Leben. Das sind die 3 jüngsten Schwestern. Das ist die Grete, die ist in den 20er Jahren verstorben. Ja. Das ist die Grete, die jetzt noch in Westdeutschland lebt. In einem kleinen Ort in der Nähe von Hamburg mit dem letzten ihrer 3 Söhne. Sie ist 1894 geboren, also 2 Jahre älter als ihre Schwester Clara und seit vielen Jahren Witwe. Und hier diese Clara Heidelberg, das war die Jüngste. Und daher, weil sie die Jüngste war, das weiß ich nur wieder aus Erzählung väterlicherseits, war sie zu Hause das Nesthäkchen gewesen, wurde verwöhnt, verhätschelt, manchmal sagen, verzogen. Sie war ein richtiger Sonderling als Kind schon. Nicht, dass sie so zurück, sie war eben anders wie wir. Großvater, der hat noch diese Pfund vor dem Namen getragen und diese wurde verkauft. Ja, das konnte man damals machen, zu Kaisers Zeiten. Und man hat da viel Geld gekriegt. Und dann konnten die Kinder, also auch mein Großvater, der hat da nur was von gehabt, und hat sich hier ein Haus kaufen können. Mhm. Das ist ein Mietshaus hier in der Prinzenallee, steht heute noch. Ja, in der Prinzenallee 70 war das. So ein eigenwilliger Mensch gewesen sein, das habe ich gehört. Wir wurden so knapp gehalten. Mein Vater hatte ja eigentlich Geld. Er hatte ein Haus gehabt, war Kapitalist. Aber er wusste ja nicht, wie lange das geht, nicht? Und wie lange musste er auch das Geld einteilen. Und da er aber auch schon alt war, mein Vater war ziemlich alt im Verhältnis zu meiner Mutter. Mhm. Er war 17 Jahre älter wie meine Mutter. Und dann ist die Ehe der Großeltern auseinandergegangen. Wann das war, weiß ich gar nicht zu sagen, aber das muss etwa auch so um 1900 gewesen sein. Ich selbst habe Großvater nicht mehr kennengelernt, das sind alles nur so die Erinnerungen so von Erzählungen der Altvorderen. Da sind wir zu der Mutter gezogen. Das war eine ruhige, stille Frau, auch zurückgezogen. Also war Clara im Wesen ihrer Mutter sehr ähnlich? Aber sie hat in der Schule, war sie sehr gut, da hat sie sich sehr wohl gefühlt. In den 8 Schuljahren von 1903 bis 1910 hat Clara Heidebreck kein schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht. Ihr Fleiß war sehr groß, ihre Leistungen überdurchschnittlich.
Sie war eine Musterschülerin. Aber als Kind kann ich mich nicht besinnen, dass sie eine Freundin hatte. 1907 ist Großvater verstorben. Die Eltern lebten ja getrennt, war geschieden. Also da waren noch die Kinder noch bei der Mutter, die blieben alle bei der Mutter. Aber wir hatten doch jeder noch hier noch so und so viel nach seinem Tode gekriegt. Die Mutter die Hälfte und wir Kinder die Hälfte. Es ist mein freier Wille, heute mein Testament zum gerichtlichen Protokoll zu erklären. Und bestimme ich als meinen letzten Willen Folgendes. Zu meinen Erben setze ich ein A. meine geschiedene Ehefrau Anna Heidebreck, geborene Förster. Zu Berlin, Wriezener Straße 36, zur Hälfte meines Nachlasses. B. meine aus der Ehe mit derselben hervorgegangenen 7 Kinder zur anderen Hälfte meines Nachlasses. Weiteres habe ich nicht zu bestimmen. Gezeichnet Otto Heidebreck, ausgefertigt mit Amtssiegel, Berlin, den 7. Oktober 1907, Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts Berlin-Wedding, Abteilung 11. Und hat nur mit jedem Kind dann nur so ein bisschen, und da ist dann das, was von dem Haus übrig geblieben ist, also es ist da aufgefressen worden, wie man so schön sagt, ja. Dann die Mutter hatte ja nun keine Rente und nichts, keinen Verdienst. Jeder musste ja Kostgeld abgeben und davon haben wir gelebt. Und die Religion? War Clara Heidebrecks Konfirmation nur ein formaler Akt oder mehr? Ja, wir sind beide gern in die Kirche gegangen, nicht? Zu Ostern sind wir immer, zum Karfreitag, sind wir immer dahin gefahren, Dom, nicht? Am 24. September 1910 schrieb der Schulrektor in Claras Poesiealbum: Herz, tu dich auf, dass die Sonne drein scheint. Und hast du auch oft geklagt und geweint? Fass wiederum Mut, du jungfrisches Blut. Herz, tu dich auf, denn die Sonne meint's gut. Wienicke, Rektor. Sie hat überhaupt alles immer so Leute, die nicht so, die ein bisschen was Besseres fanden, war sie dafür zu haben, nicht? Also im Herbst 1910 wurde Clara aus der Gemeindeschule ins Leben entlassen, wie man damals so sagte. Wieder mit einem vorbildlichen Zeugnis. Was tat sie dann? Hatte sie irgendeine spezielle Ausbildung oder Lehre? Na, richtige Lehrzeit früher gab das so eigentlich nicht, dass man musste zur Berufsschule, das ist ja eigentlich jetzt erst, ne? Oder Fortbildungsschule, das hat sie nicht, aber sie hat da in der Firma gelernt, kann man sagen. Ne? Fräulein Heidebreck war bei uns vom 1. Mai 1911 bis zum heutigen Tage als Lehrmädchen im Kontor und in der Expedition mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt. 31. August 1912. Sie hatte kaufmännische Angestellte, war so, und hat eigentlich immer Arbeit gehabt. Bei Virchow war sie 2 Jahre als Werkstattschreiberin für 82 Mark brutto im Monat. Ein Jahr davor waren ihre Mutter und sie in die Grüntaler Straße gezogen. Die Miete betrug erst 25, dann 28 Mark. Hat Clara gerne gearbeitet? Sie hat es eben so hingenommen, wie es so... Notwendiges Übel, ne? Aber sonst, sie hatte eigentlich immer ihr Einkommen und damit Auskommen. Also so Pekuniärennot hatte sie nicht. Die nächsten Jahre war sie in verschiedenen Firmen als Lohnbuchhalterin tätig. Ihr Gehalt verbesserte sich rasch auf 400 Mark im Monat. Wie kam es dazu? Aber hat sie auch selbst das Schreibmaschinenschreiben angenommen und die Codeschrift und was dazu. Sie hat eben gerne gelernt und es fiel ihr leicht. Hierdurch bescheinige ich, dass Fräulein Heidebreck in meinem Institut Unterricht in Stenografie und Maschinenschreiben mit gutem Erfolg genommen hat. Außerdem... In der Hochschule damals haben wir einen Vortrag belegt und dann sind wir so gerne hingegangen zur Hochschule. Bald nach dem Kriege begann eine Teuerungswelle, die zu Lohnsteigerungen führte. Die Inflation begann. Innerhalb von 3 Jahren stieg ihr Gehalt von 850 Mark über 7500 bis in die Millionen und Billionen Mark. 1923, sie war jetzt 27 Jahre alt, wechselte sie zur AEG über. 10 Jahre wird sie dort als kaufmännische Beamtin arbeiten. Anfangsgehalt 4.200 Mark. Wie viel sie auf dem Höhepunkt der Inflation verdiente, ist nicht mehr festzustellen, doch die Preise kletterten ja mit, wie man aus ihrem Mietbuch erkennt. Von 40 Mark im August 1922 auf 2 Billionen 240 Milliarden Mark im Dezember 23. Einen Monat später kostete die Wohnung nur noch 20 Mark Miete
und Clara Heidebrecks Gehalt war auf 150 Mark zusammengeschrumpft. Ja, nun waren wir immer beide zusammen. Und dadurch, dass sie mich verheiratet hat, nun war sie allein, nicht? Und man musste sich ja daran gewöhnen, nicht? Und hat sie sich ihren Weg gesucht allein, nicht? Einer nach dem anderen verschwand aus dem Haushalt, bis eben die Claire als letzte überblieb. Und sie hat ja dann auch für meine Mutter gesorgt und getan. Und ob das nun entscheidend war für ihr weiteren Lebenslauf, das weiß ich nicht zu beantworten. Jedenfalls, Tante Claire habe ich nie mit einem Herrn oder dass sich irgendein Herr mal um sie bemüht hätte oder weil ihr Erfolg gehabt hätte, bemüht mag sein, aber der Erfolg hatte nichts, gar nichts. Also ich möchte nicht sagen, dass sie aufgezogen wurde von ihren Geschwistern, aber die Worte fielen oft und die habe ich auch als Kind oft mitgekriegt, ihre Brüder, ob der Älteste oder der Jüngste und so weiter, meistens Kind schafft dann einen Kerl an und heiratet, du kannst da nicht ewig alleine bleiben, wirst ja schrullig und so weiter. Na, jedenfalls, es blieb bis zum Lebensende dabei. Sie hat sich nicht entschließen können zu heiraten. Sie hatte ganz kurz mal eine Bekanntschaft, das hat sie dann fallen lassen, das hat sie nicht beharrt. Aber sie sah nett aus, in ihrer Jugend sah die gut aus. Ich sah das nur nicht gern als Schwester, aber in ihrer Jugend sah sie ganz gut aus. Sie war aufgeschlossen für alles Hohe und Schöne. Sei es Bücher, sei es die Musik, seit sonst irgendwelche Vorträge. Sie hat sich Kirchenchöre angeschlossen, großen Chören, wo sie mitgemacht hat und alles. Das war ihr Lebensinhalt. Eine noch lebende Freundin Claras schreibt aus Ost-Berlin: Gern denke ich zurück an die Zeit, wo ich Claire im Berliner Volkschor kennenlernte. In den Übungsstunden saß sie im zweiten Alt und ich im zweiten Sopran. Wir verstanden uns gut und sangen auf dem Nachhausewege zweistimmig, was wir gelernt hatten. Natürlich gedämpft. Wir liebten beide die klassische Musik über alles. Auch brachte sich Claire selbst das Gitarrenspiel bei und erlernte den Gebrauch der Konzertzither. Ja, Ella Thiele war ihre Freundin. Also im Gesangverein, wo sie beide im Chor waren, war Ella Thiele ihre Freundin. Die Bekanntschaften, sie ist aus Haus gegangen und hatte ihre Unterhaltung, ihre Zerstreuung und ihre Erbauung gesucht, ganz alleine. Und das ihr Leben lang. Sie ging dann so dahin, wo sie wollte. Hat Konzerte besucht, Galerien besucht, Museen und so weiter. Das war ihr Leben gewesen. Und muss ihr genügt haben. Sie hat nichts anders gesucht. Claire war künstlerisch begabt. So gut wie sie zeichnete und malte ich nicht. Und alles nahm sie gründlich und genau, schreibt ihre Freundin Ella Thiele. Tatsächlich befanden sich in dem bescheidenen Nachlass Stapel von Zeichnungen, Porträtversuchen, Stillleben und Landschaften in Kohle, Bleistift und Tusche. Ebenso Studien über die Farbenlehre, Anleitungskurse, Malhefte und Kunstzeitschriften vieler Jahrgänge. Ella Thiele berichtet: Einmal, als ich sie besuchte, hielt sie mir eine kleine Büste entgegen mit den Worten: Wer ist das? Nun, es war unser Dirigent. Klar und deutlich erkennbar hatte sie die feinen Gesichtszüge geknetet. Sie kam dann immer zu uns und hatte, die Kinder haben sich gefreut. Es war sie ja meine Patentante, ne? Einmal hat sie so einen ganz großen Osterhasen hingestellt, aus Pappe, vor die Tür. Sie hat sich nicht sehen lassen. Und die Kinder, die haben gejubelt. Der Osterhasen, nicht so einen ganz großen aus Pappe. Dann ist sie weggelaufen. Nee, sie hat eben immer gerne gegeben. Das kann man immer wieder sagen. Sie hat gern überrascht. Tante Claire kommt, ne? Die Klopfzeichen immer, das bestimmte, nicht? Wie ging das immer noch? Ja. Ne? Und dann wussten wir genau, Tante Claire ist da, ne? Und dann wurde die Tür aufgemacht und dann war ja was los. Silvester 1930. Clara Heidebreck verdient 220 Mark im Monat. Nach Abzug der Soziallasten bleiben ihr 4,90 Mark pro Tag für sich und ihre Mutter. Nun, die Großmutter verstarb 1931. Dann war sie denn immer allein, die Claire, und... Zuerst wollte sie ja nicht rüber, da schlief sie bei meinem Bruder drüben in der Wohnung. Ja, das ist ein komisches Gefühl, wenn einer gestorben ist in der Wohnung. Das war ihr dann ein bisschen komisch und dann hat sich dran gewöhnt. Na, da war sie ja auch schon
35 Jahre. Ja. War sie dann immer selbstständig, musste kochen und alles machen. Aber da hat sich nicht viel draus gemacht. Also Hauswirtschaft und so kochen und das lag ihr aber nicht so, nicht? Auch die letzte Zeit, ne? Wie sie immer erzählte, ne? Ja, sie hat hier nur ein bisschen Haferflocken und so, ne? Also ja. Kein normales Mittagessen oder irgendwie, ne? Ja. Das lag ihr einfach nicht, ne? Seitdem die Mutter tot war, war sie ganz allein, selbst da war sie dann anders, ist sie anders geworden, ne? Im April 31 wurde sie wegen Arbeitseinschränkungen bei der AEG entlassen und blieb für 2,5 Jahre arbeitslos. 8,40 Mark Stempelgeld pro Woche, davon 4,50 Mark Miete, so blieben ihr pro Tag noch 57 Pfennige zum Leben. Die Nachbarn erinnern sich. Am 21. sind da ja 50 Jahre drin und ich bin hier im Haus geboren worden. Ja, wir wohnen schon über 30 Jahre hier. Ich bin hier geboren, also nun kann ich ja nicht, die ersten Jahre kann ich es ja nicht sagen. Das war so ein eigenartiger Mensch. Wir haben immer gesagt, es ist eben, weil sie allein ist, nicht? Weil sie niemanden hat, daher wird sie wohl so eigenartig sein. Das war früher auch schon so eine wahre Jungfrau, ne? Sie hat ihre eigenen Ansichten gehabt und die hat sie vertreten. Und wenn die Anna auch anderer Meinung war, aber sie blieb bei ihrer Meinung, nicht? Ja, ja, sie war ein Einzelgänger, wie man so sagt. Soweit wie ich weiß, hat sie sich mit keinem abgegeben oder hier zusammen harmoniert oder irgendetwas, nicht? Kaum, dass wir uns begrüßt haben und sie hat sich auch gar nicht aufgehalten, wenn man sie angesprochen hat. Damals in Hitlerzeiten, in der Wohlfahrtsgeschichte. Auch damals war sie wohl in der, ja, was darf ich da, NSV-Schaft. Da hat sie mich geholfen als Sammlerin, nicht wahr? Wir haben da damals gesammelt. Winterhilfswerk, nicht wahr? So. Da ist sie ja zu jedem Mieter gegangen. Und trotzdem weiß kein Mensch, also irgendwie, dass man mal so wie von der Nachbarin mal ein bisschen näher was weiß, wissen wir doch alle nicht. Also fleißig war sie immer, nicht? Bis zum Krieg hat sie immer in Arbeit gestanden. 11 Jahre in einer Maschinenfabrik als Lohnbuchhalterin, im Anfang für 182 Mark im Monat. Sie ging arbeiten früher, nicht? Sie ging arbeiten und... Bloß eben, wie gesagt, sie hat sich ihren Kreis ausgesucht da, nicht? Und so im Hause wüsste ich überhaupt nicht, dass sie mit irgendjemand hier Kontakt gehabt hätte. Was blieb ihr außer der Arbeit, der Balkon und der Grunewald? Die Fotos einer Spreewaldfahrt hat sie aufbewahrt. Einmal, 1926, war sie mit dem Arbeitervolkschor in Wien, ein Urlaub im Harz und 2 Wochen in den Alpen, aber immer allein. Wir sind doch eigentlich eine Familie, die Verwandtschaft pflegt, möchte ich sagen. Wir, die Verwandten, kommen doch alle zusammen. Sie ist doch nie dabei gewesen. Nie. Die hat sich von uns vollkommen losgesagt. Wir kommen doch zu den Feiern immer zusammen, zu den Geburtstagsfeiern. Sie war eben nie dabei. Ja, also zurückgezogen hat sie sich zeitlebens. Zeitlebens zurückgezogen und ist dann ihren Ambitionen hier irgendwie nachgegangen. Jedenfalls die Freunde sind aber dann nicht hier in die Wohnung gekommen. Wenn es der Fall ist. Einen muss es gegeben haben. Franz Schittel, Universalartist. Hier als kunstschießender Trapper und hier als Schnellmaler, als Klaviervirtuose und als Harlekin. Franz Schittel, Varieté-Künstler. Im März 39 schreibt er: Mein liebes Fräulein Heidebreck, recht, recht herzlichen Dank für das liebe Geburtstagsgedenken. Ein kleines Gedicht von mir möge Ihnen Freude und Dank für Ihr Gedenken sein. Fliehe, fliehe, auf deiner Seele schwingen, Frühling mit allen Liedern lass erwidern seine Lust deine Brust. Streicheln dich die Winde, wird heilen dir gelinde jeder Schmerz deinem Herz. Bis im letzten Hügel unsere Seele flieht hinaus, ruhen des Lebens Flügel kalt das Herz im ewig letzten Haus. Franz Schittel. Ja, mit diesem Lied, da heute erst die Russen. Ich weiß ja nicht. Ja, aber das blieb sehr platonisch. Nach. Ja, eben. Ja, nicht? Ja. War ja nicht sehr, würde man sagen, so, dass es eben Zusammengehörigkeit war, nicht? Ach, wenn man ihre Bilder sieht, wie als junges Mädchen, sah sie doch sehr ansprechend aus. Ich hab's ja nur
Na, wie lange kenne ich sie? 20 Jahre. Jedenfalls so in Wasserhaus dazu doch eigentlich müsste jederzeit einen Mann gekriegt haben. Ja, bestimmt kriegen können. Mhm. Wir haben nie mitgekriegt, dass sie jemanden hat. Bis auf diese Schwester, die jetzt noch lebt. Mit der ist sie nach Möglichkeit so oft wie möglich zusammengekommen. Aber da die ja nur in den 30er Jahren nach Westdeutschland gezogen war, also war das ja nun mal auch sehr selten immer gewesen, dass die zusammen waren. Ich kann mir kein Weihnachtsfest vorstellen, wo sie nicht bei uns war, ja? Sie ist immer hergekommen. Immer, ne? Und immer noch hatte sie nicht mehr als 4 Mark am Tag zum Leben. Nun kam dann um die Kriegsjahre, die schlimmen Nachkriegsjahre, und sie ist ein Mensch sehr, sehr zart beseitet gewesen. Also wenn man der in der Kopf gekommen wäre, dann wäre sie ins Mauseloch gekrochen. Also da konnte sie sich schlecht behaupten und da musste wohl den richtigen Knacks, den Lehm vom Lebensmut, die überhaupt weggekriegt haben. Und im Luftschutzkeller war sie da mit ihr zusammen? Naja, das, ja, natürlich war sie unten, aber wie gesagt, nicht so, dass man sagen könnte, wir haben zusammen gesessen und haben uns unterhalten oder so. Das hat man gar nicht empfunden, dass sie dabei war. Wie war das Kriegsende hier eigentlich in der Gegend? War das sehr schlimm? Na, ich war nicht hier. Nicht, wir waren ja nicht... Ich war alleine hier. Ich war ja nicht hier. Wir mussten alle im Keller. Mhm. Die Russen sind von drüben eingedrungen. Lang waren mit Panzer, mit 7, 8 Panzer drüben. Dann kamen später, vielleicht 3, 4 Stunden später, kamen mit Offizier, mit einer Mannschaft. Und haben sich so langsam schon die angesiedelt hier, unser Hause. Mit Pferde und so weiter und haben die Werkstatt beschlagnahmt hinten. Und hieß es, die ganzen Mieter müssen raus, ja, müssen nach Pankow. Die waren noch Beschuss gewesen, ja, ne? Da muss nach Pankow zu, gleich, wo, gleich wie wohin. Jedenfalls müssen sie hier räumen, das Haus. Und natürlich sind die ganzen Mieter nur ausgewandert, keiner wusste mehr wohin, nicht? Einer da lang gegangen, der auch da, ne? Jeder suchte nur durch Unterpunkt. Die Wohnung war zerstört, die war so zerstört. Da musste denn, also mein Bruder, der älteste Bruder, wohnte genau vis-à-vis. Und da haben die Leute noch mitgeholfen, da alles zurecht war. Da war ja so viel durch die Brandbomben. Sie hatte ein ganz großes Loch da in der Decke. Und da hat sie so viel selbst beholfen, hat auch ihre Möbel selbst gestrichen früher, nicht? Und hat sich alles selbst gemacht nach dem Krieg, so zurechtgepflegt. In den Kriegsjahren gelang es ihr zum ersten Mal, von ihrem kleinen Gehalt 700 Mark zu sparen. Jetzt, wo das Geld nichts mehr wert war. Diese 700 Mark wurden später abgewertet, auf 11,65 Mark. Warum war sie aber nach dem Kriegsende gezwungen, ihren Beruf aufzugeben? Das war 1945, da war sie alt, 49 Jahre. Mhm. Nicht? Und hier die Firma Hass und Wrede war damals nicht mehr nach dem Krieg. Nein. Naja, wer nimmt eine Angestellte im Büro mit 49 Jahren? Das ist ja ein Unding. Hiermit bescheinigen wir, dass Fräulein Clara Heidelberg in der Zeit vom 15.10.45 bis 13.06.46 bei uns als Maschinenarbeiterin tätig war. Fräulein Heidelberg war stets pünktlich und führte die ihr übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit aus. Der Austritt erfolgte auf eigenen Wunsch. 15.10.45 bis 13.06.46. War sie von Touristin bei Ihnen? Von Beruf? Nein, nein. Ja, von Beruf, ja. Sie war, und wir hatten sie als Arbeiterin eingestellt und das ist eigentlich, sie hat diesen Zeitraum bei uns gearbeitet. Die hat seinerzeit Grünthaler Straße 59 gewohnt. Bis zu ihrem Tode. Also. Und krank war sie auch? Krank war sie auch, das steht hier drin. 6.2. bis 6.3. Ist sie krank gewesen. Ja, nach dem Krieg. Mhm. Naja. Und hier hinten ist sie nachher nochmal krank gewesen. Und da haben wir sie dann wohl entlassen, ja. Dann versuchte sie ihr Glück bei einer anderen Firma. Auch hier kam sie nicht in ihren alten Beruf zurück, sondern... Ich habe Blumenkörbe geflochten. Damals, 1947, 48, glaube, da hat sie 25 Mark verdient und dann war das viel. Also die Woche? Die Woche, ja. Da ich die Löhne damals berechnet habe, deshalb ist mir das so in Erinnerung. Man weiß, wer viel verdient hatte und wer im Durchschnitt war, aber sie war eine, die ganz, ganz unten lag. Aber sie hat nie gejammert und sie hat auch nie geklagt. Ach ja, es wurde stückweise bezahlt wahrscheinlich. Ja, stückweise. Ja. Aber sie hat teilweise sogar Stundenlohn bekommen müssen, damit sie überhaupt auf das Minimum kam. Nicht?
Mein Mann meinte, sie hätte da noch Heimarbeit gemacht. Sie hätte noch Heimarbeit gemacht, was ich ihr dann so heimlich so über den Tisch so bezahlt habe, ja. Damit sie wenigstens was hatte. Damit sie wenigstens was hatte. Sie hätte wahrscheinlich auch mehr verdienen können, aber sie war eben von einer exakten Arbeit und hat wenig, aber gut. Ja, sie hat sehr eigen gearbeitet und dabei aber nicht viel verdient. Das muss sehr schwer gewesen sein für sie. Ja, vor allen Dingen, weil es ja eine ganz anders geartete Arbeit war. Sie war ja doch mehr kaufmännisch, das sagen wir ja auch in ihrer Schrift und so und auch in ihrem ganzen Reden. Sie war ja gewandt, sie war nicht etwa ungeschickt oder so. Sie konnte sich über viele Dinge mit einem unterhalten. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass sie irgendwie so künstlerisch noch ein bisschen begabt war. Sie hat sich für Sprachen damals interessiert. Ja. Sie hat Interesse an Fremdsprachen gehabt. Ja, sie hatte Englisch gelernt. Ach, sie sprach Englisch? Also, hat Englisch gelernt, das war ihre Freizeitbeschäftigung. Ihre Freizeitbeschäftigung. Damit hat sie sich beschäftigt, ihre Zeit vertrieben. Bei Esperanto, Spanisch und Italienisch scheint sie bald das Interesse verloren zu haben. Englisch und Französisch dagegen beherrschte sie gut. Mit ihrem alten Radio verfolgte sie regelmäßig die Sprachkurse der BBC und der ORTF. Und ein lebhafter Briefwechsel mit den Sendern schloss sich an. Ihre große Liebe aber war die französische Sprache. So, wenn man im Alter noch Französisch lernt. Und sie war immer bei der Sache, nicht? Da hat sie alles so noch gekonnt. Damals war sie so 50, 55, schätze ich. Da wollten wir wissen, auf Französisch, wie heißt es so und so, das konnte sie sagen. Zeit genug zum Lernen hatte sie. Denn im März 1949 war sie wieder einmal arbeitslos geworden und blieb es für den Rest ihres Lebens. Mit 25 Mark Unterstützung in der Woche konnte sie endlich ihren Neigungen nachgehen. In der Volkshochschule in Berlin-Wedding belegte sie mehrere Sprachkurse, nahm den Zeichen- und Musikunterricht wieder auf und versäumte keine Ausstellung des dortigen Kunstamtes. Das war so ihr Lebensinhalt, so die ganze Zeit da. Hat sie Kataloge gesammelt, Ausstellungskataloge, über neue Formen aus Dänemark zum Beispiel und Chagall, Malerei aus Israel, von der Kunst des Sehens, eine Ausstellung von Alfred Kubin, dem Meister des magischen Realismus, und das liebe Geld, eine Kulturgeschichte des Geldes. Noch immer, so scheint es, hatte Clara Heidebreck nicht resigniert. Mit 57 Jahren durfte sie noch einmal arbeiten. Für 6 Monate und 250 Mark im Monat. Fräulein Clara Heidebreck war bei der Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht als Angestellte im Notstandsprogramm tätig. Und da wollte ich nicht mehr mit ihr voran. Also da versagte denn die Interessen für solche Dinge. Sie hat krampfhaft noch wollen dies eine oder andere aufrechterhalten. Und alleine mochte sie nicht mehr, denn hat sie andere direkt in ihrer Art so zwingen wollen, komm noch mit und so weiter. Und andere haben sich hier gewehrt, also sie wollten nicht, also man möchte ja nicht, wenn andere sagen, du, heute gehen wir ins Theater, dann möchte man nicht, man möchte sie irgendwie vorbereiten, oder das interessiert ja nicht, irgendwie ist ja nicht jedermanns Sache, da nur Missa Solemnis, da nur sich da anzuhören und so weiter, aber und dadurch wurde sie immer, wie soll man sagen, ging immer mehr in sich rein, immer mehr hat sich zurückgezogen und dann artete denn seit dieser Zeit, also eben in den Nachkriegsjahren, und da dem kann man ja nicht nennen, aber da wurde das bei ihr, möchte schon sagen, bösartig dem einen oder anderen gegenüber, der Verwandtschaft gegenüber, die hat sich mit ihren Brüdern und Schwestern sehr entzweit, so dass einfach kein Zusammenkommen mehr möglich war, zum Schluss. Ein Bruder, der genau gerade rüber, also nur über die Mittelpromenade hier der Grüntaler Straße, wohnte. Also, das war kein Zusammenkommen mehr. Meine Eltern waren ja tot, aber ich hörte das von anderen, die Schwägerin von ihr, die heute noch lebt. Also, keiner kann was Gutes sagen. Kamen Cousins von mir, die kamen zu ihr hin, wollten nochmal besuchen, wie dir geht und so weiter. Ach, die kommen ja bloß her, die wollen meine Wohnung haben und alles so. Also, das waren alles Dinge. Schuldigkeit. Sie hat die Menschen abgestoßen. Meine Tochter war mal hier mit einer Freundin, hat Gitarre gelernt, nicht? Das ist mir auch alles im Wind
Die Mädels haben sich dann auch zurückgezogen. Die war ja unheimlich, die hat die Strippen gezogen. Weil ich dachte, hier bricht einer ein. Sie hätte geglaubt, hier kommen Leute rein. Wir hatten einen Haufen Schlösser gehabt, ein paar Schlösser drin. Da war neue Schlösser drin gehabt. Ich hatte mal gedacht, hier geht einer in eine Wohnung rein, hat die Strippen gezogen. Hat mir meine Tochter erzählt. Sie hat uns rausgeführt zur Küche und hat uns eine Lampe gezeigt. Und hat gesagt, sieh mal, die Lampe ist braun angebrannt. Das habe ich nie getan. Da waren Leute in meiner Wohnung und die sind dauernd drin. Ach, ist ja Spinne. Er hat da so ein eigenartiges Rundfunkgerät gehabt. Ich habe es manchmal gehört, es hat dann ganz laut gespielt und dann wieder ganz leise. Und da sagte sie dann mal zu mir, ob es möglich wäre, dass man ihr die Sender, die Strahlen irgendwie wegnehmen könnte oder so. Sie befürchtete also, so hatte ich zumindest den Eindruck, dass hier irgendjemand oder viele Menschen ihr das irgendwie nicht gönnen oder ich weiß auch nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Aber ich hatte zumindest so den Eindruck, als wenn sie da irgendwie Angst hatte und vollkommenes Misstrauen hatte. Nicht, dass also andere Leute sie stören könnten und ihr das nicht gönnen würden quasi. Schimpferlein. Schimpfernsprüllen, haben wir gesagt. Fenster haben wir da auch eingesetzt bei ihr oben. Das hast du da, glaube ich, eingesetzt. Wo hat die wohnen? Vier Treppen, klein auf Jank. Klein auf Jank? Wir gemacht haben wir gleich nach dem Krieg und jetzt soll ich es noch instand setzen, sonst beschwert sie sich beim Hauswirt. Ne? Und da sage ich es auch nicht. Dann gehen sie mal hin und beschweren sich mal beim Hauswirt. Ne? Ich weiß bloß immer, dass ich manchmal tatsächlich einen Bogen machen musste, weil sie so furchtbar dankbar war für jede Sache, oder? Von ihr zu gut hat kommen lassen, ja. Manchmal recht peinlich. Dadurch weiß ich schon nicht viel verdiente. Sie war großzügig im Geben und hat sie aber auch alles immer aufgeschrieben, wenn sie Ausgaben hatte und so. Wie ich unerwerb war, ja, und so weiter, hat sie mich schwer unterstützt. Also will ich mal vorheben, ja. Sie hat Wohlfahrtsmarken gekauft und hat sie uns geschickt, ja. Wir haben noch einen Teil davon, ja. 5 Mark fürs Rote Kreuz, gespendet von Clara Heidebreck. Nochmal 5 Mark fürs Rote Kreuz. Und noch einmal 10 Mark für die Berliner Flüchtlingshilfe, Hilfe für Biafra und Hilfe für Berliner Kinder und die Fernsehlotterie. Abschnitte. Berliner Kinder, 5 Mark. Ein Stapel Postabschnitte. Geldspenden von Clara Heidebreck an alle, die darum gebeten hatten. Auch an bedürftige Verwandte. Wie war das möglich? Woher nahm sie das Geld? Am 1.8.1956 erkannte die Bundesversicherungsanstalt Clara Heidebrecks Anspruch auf Ruhegeld an. Von einem Tag auf den anderen verbesserten sich ihre Einkünfte von 100 Mark auf 162 Mark 10 im Monat. Und in den nächsten 12 Jahren wuchs ihre Rente stetig. 1957, 1960, 1965, 1968, um 1969 die Höhe von 519,50 Mark zu erreichen. Clara Heidebreck aber hatte es gelernt, mit wesentlich weniger Geld auszukommen. 1912 zum Beispiel bekam sie als erstes Gehalt 82 Mark im Monat. Davon zahlte sie an Steuern, der Rentenversicherung, der Krankenkasse und Miete. So blieben ihr noch rund 50 Mark zum Leben, am Tag also 1,70 Mark. Ein 3-Pfund-Brot kostete damals 28 Pfennige, ein Liter Milch 24 Pfennige, ein Kilo Suppenfleisch 1,75 Mark. 1916 verdiente sie 153 Mark im Monat. Die Steuern betrugen 1,54, 6,40 und 4,40 die Sozialabgaben, 28 Mark die Miete. So blieben ihr noch 4 Mark am Tag. Doch der Brotpreis war um 35%, die Milch um 200%, das Fleisch um 160% gestiegen. 1921 begann die Inflation. Ihr Gehalt betrug 850 Mark, Steuern und Sozialabgaben 170, die Miete 41 Mark. Sie hatte also noch 14,80 Mark am Tag, doch das Brot kostete schon 7,60 Mark. 1924, kurz nach der Inflation, zahlte sie bei 150 Mark Gehalt an Abgaben 14 Mark und 20 Mark an Miete.
Mit 3,78 Mark am Tag zahlte sie für ein Brot 40 Pfennige, einen Liter Milch 36 und ein Kilo Fleisch 2 Mark. 1930 war ihr Gehalt auf 212 Mark gestiegen, die Abgaben auf 30, die Miete auf 36 Mark. Mit 4,90 Mark am Tag und niedrigen Lebenshaltungskosten ging es ihr besser als je zuvor. Doch in den 2,5 Jahren Arbeitslosigkeit bekam sie 37,80 Mark Unterstützung im Monat. Nach Abzug der Miete blieben ihr noch 57 Pfennige am Tag zum Leben. Aber die Preise waren fast die gleichen geblieben. Von 1934 bis 1945 änderte sich an ihren Einkünften nur wenig. Das Gehalt stieg von 182 Mark auf 220. Die Steuern erhöhten sich, die Sozialabgaben und die Miete. 4 Mark bis 4,60 Mark blieben ihr am Tag für den Lebensunterhalt. 1945 bis 1949 bekam sie als Hilfsarbeiterin nur noch 100 Mark im Monat. Mit 2 Mark am Tag versuchte sie am Leben zu bleiben. Doch für ein Brot zahlte man damals auf dem schwarzen Markt 120 Reichsmark. In den Jahren 49 bis 56 bekam sie die gleiche Summe im Monat als Stempelgeld. Mit 2 Mark am Tag musste sie aber mit den steigenden Preisen Schritt halten. Der Brotpreis kletterte um 50%, der Milchpreis um 30%, das Fleisch ebenfalls um 30%. Doch die 2 Mark am Tage blieben. Von 1956 bis 69 bekam sie, wie gesagt, ihre Rente. Zwar stiegen die Preise in den 13 Jahren weiter. Das Brot zum Beispiel um 60%, die Milch um 30% und das Fleisch um 95%. Doch die Rente stieg ja mit. Und Clara Heidebreck, die ihr Leben lang gewohnt war, mit Pfennigen zu rechnen, hatte plötzlich Überschuss. Und so begann sie, diesen zu verschenken. Im Laufe ihres Lebens hatte Clara Heidebreck folgende Bruttoeinnahmen. Circa 72.000 Mark für 34 Jahre Arbeit, also 10.275 Arbeitstage. Das entspricht einem Stundenlohn von 87 Pfennigen. Circa 8.000 Mark in 10 Jahren Arbeitslosigkeit und 49.000 Mark in 13 Jahren an Ruhegeld. Circa 129.000 Mark waren die materielle Basis dieses Lebens. Von diesen 129.000 Mark zahlte sie in 57 Jahren ungefähr an Steuern, der Rentenversicherung, der Krankenkasse, der Arbeitslosenversicherung, an Miete und 3/4 davon verbrauchte sie für ihren Lebensunterhalt wie Ernährung, Heizung, Beleuchtung, Kleidung, Bildung und vieles andere. Die letzten Lebensjahre verbrachte Clara Heidebreck in völliger Vereinsamung. Sie war, ich glaube, hier vor 10 Jahren, hier letzte Mal in der Wohnung, oder ist noch länger her. Das ja, ging da stimmt. Gerade um ihre Rente. Da, also müssen ja 12 Jahre bald sein. Also da haben wir so noch so ein bisschen so ein paar Tipps, wie man so alles machen kann und machen soll und so weiter. Ja, bis dann auch klar war. Und dann kam sie auch nicht mehr. Also sie hat keinen Kontakt zur Umwelt mehr gefunden. Hat einfach keinen Kontakt mehr gefunden. Und so ist es da drüben auch im Hause da gewesen. Ein übrig gebliebenes Fräulein. Verschrumpft, oder wie sagt man so, versnobbt so ein bisschen in ihrer Art, nicht? Kaum jemand gegrüßt, kaum jemand gekannt. Immer so ist sie gelaufen. Kopf nach unten und du hast kein Sehen, kein Hören. Tatsächlich ist an uns so oft vorbei und hab sie immer höflich gegrüßt, hat ja nicht reagiert drauf. Eigentümlicher Mensch gewesen. Und wenn sie die Tür, wollen wir mal sagen, wie jetzt die Mitte irgendwo geklingelt hat, dann war die Frau so gewesen, als ob sie Angst hat. Wissen Sie so? Ängstlich vorhanden, nicht? Menschenscheu, wie man denn sagt, nicht? Ich hatte mal den Eindruck, als wenn, naja, wir sagen, Angst, sie, ja, Angst vor anderen Leuten hat oder dass das eben nicht ganz richtig ist. So dachte ich immer. Nicht? Aber ich habe es eigentlich mehr oder weniger aufs Alter geschoben, nicht? Sie war sehr misstrauisch und ängstlich. Also anderen gegenüber so. Und man hat ja auch nie gesehen, dass jemand zu ihr gekommen ist oder so. Dass man vielleicht mal gesehen hat, dass die Frau Besuch bekommen hat. So ist keiner geartet aus der ganzen Verwandtschaft, so von den Geschwistern, keiner. Und war alles so, so verwunderlicher für alle Beteiligten, die sie kannten. Den hast du mal hier getroffen, nicht? Ich sage, Tag, Tante Kläre, aber ich habe keine Zeit, ich muss weg. Nicht? Also ganz kurz was abgebrochen, ja. Nicht mal hingestellt, nicht ja. Gar nicht. Ja? Hat immer ehrlich gehabt, immer.
Und jetzt letzter Zeit ist er immer, habe ich es immer abends so um 6 Uhr auf der Straße getroffen, der ist aber nicht nach Hause gekommen. Ich meine, wo man ja eigentlich bei der Jahreszeit und wenn es kalt und windig ist und dunkel wird, zeitig nach Hause geht, da ist sie erst, habe ich sie mal in der Soldina getroffen, ist sie erst fortgegangen. Und da habe ich immer angenommen, sie hat, es hieß immer, sie hat einen Bruder oder wen. Ich sage, vielleicht geht sie nun immer zu ihrem Bruder abends noch hin. Jetzt die letzte Zeit, also weiß ich nicht, wo ihre Wege sie hingeführt haben. Jedenfalls sagt sie zu uns, sie wird erst nachmittags um 5 Uhr fertig. Da sagen wir, wie ist denn sowas möglich? Was macht sie da eigentlich den ganzen Tag? Ja, da hat sie, dauert lange, ehe sie sich anzieht. Das haben wir hier gemerkt, nicht? Das dauert sehr lange. Dann ruht sie sich erst wieder aus und dann... Naja, es ging ihm nicht mehr das Herz. Sie sagte, sie kriegt keine Luft. Und das war so. Sie kam immer mit schweren Taschen an und da habe ich einmal, bin ich da zwei Treppen hochgegangen, sie wohnte doch 4 Treppen und da habe ich gesagt, na geben Sie mir meine Tasche her, ich stelle sie 2 Treppen ab, dann haben Sie nur noch eine Tasche. Nicht mal Dankeschön, sie sagt nichts, also sie hat das alles so hingenommen, wenn ich es nur nicht gemacht hätte, so wäre ungefähr wäre es genauso gut gewesen. Also ich sage ja, das war so ein Mensch, der eben nur für sich gelebt hat und sie, ich habe sie nur gesehen, bald jeden Tag getroffen, wenn sie losgegangen ist, nicht? Wo sie hingegangen ist, weiß ich ja nicht. Ich habe auch versucht, ihr die Taschen hochzutragen, weil sie fast jeden Tag mit mir zusammen hochgekommen ist. Was hat sie denn da immer hochgeschleppt? Ich habe keine Ahnung, hat immer 2 Taschen in der Hand gehabt und dann hochgetragen. Also immer so gegen 5 Uhr heimgekommen. Und nachdem sie es mir ein paar Mal abgelehnt hat, habe ich gar nicht mehr gefragt. Und ich traue mich ja nicht mehr nochmal zu fragen. Na, ich habe mich da nicht drauf eingelassen. Er hat sie ja hingestellt. Ich stand ja auf der Treppe, die Pakete. Ich habe gesagt, ich trage sie nach oben und ich stelle sie dann vor die Tür und dann können sie ja langsam hochlaufen. Ja, das habe ich eigentlich ein paar Mal gemacht und ich möchte sagen, das war auch so das Einzige, dass sie dann nach und nach diesen Kontakt, den sie ja nicht haben wollte, so ein bisschen abgebaut hat, diese Kontaktscheue, wie soll ich mich ausdrücken, ja. Irgendwie hat sie das abgebaut und dann ließ sie ohne Bedenken ihre Taschen mit hochtragen, also das war dann kein Problem mehr. Ja, und dann war sie auch verbindlicher schon, merkte man so ein bisschen, da hat sie dann sich erkundigt nach... Manchmal ein bisschen so gesprochen und einen schönen Sonntag gewünscht, was man eigentlich so macht. Und es tat sie ja im Grunde genommen leid, die Frau, nicht? Denn man merkte, sie war vollkommen verkapselt und vollkommen anderen, immer auf Distanz. Ja, sie wollte selbstständig sein, ja. Also sie wollte sich ja so, das ging hier immer, wenn sie auf Besuch war, 2-3 Tage, ja. Und dann, also wollte sie wieder so machen, wie sie wollte, ja. Und dann, sie muss sich ja dann auch einfügen, dann, wenn sie hier ist, ne? Und dann hat ihr das schon nicht mehr gepasst. Ne? Und dann ist sie auch bald wieder abgehauen. Ja, ja, ja. Jeder ist ihr aus dem Weg gegangen, nicht aus dem Weg gekommen, aber gesucht hat sie keiner mehr. Genau. Ja. Und das wollte sie wohl vielleicht auch. Sie haben sie ja wochenlang manchmal nicht gesehen, dass man sich dann gesagt hat, oh, Frau Heidebrück haben wir schon ewig nicht gesehen. Ja, vielleicht ist sie wieder verreist. Naja, so, wenn sie dann geklingelt hätten, die hat er ja nicht aufgemacht. Also wenn man da manchmal liest, dass Leute wochenlang in der Wohnung ging, die sind ganz alleine schuld. Ich habe mich ja gewundert, dass sie überhaupt zu der Frau Quick gesagt hat, sie will nicht mehr, die hat mir das erzählt, sie will nicht mehr, soll sie noch gesagt haben. Sondern dass Fräulein Heidebrück das zu Ihnen noch gesagt hat überhaupt. Ach so, ja, manchmal dann hat sie noch gesagt, ich soll mich nicht drum kümmern, wenn das Licht ausgeht, soll ich das Licht ruhig auslassen. Sie macht dann auf jeden Treppenprotest eine Weile Pause. Da hat sie mir auch noch erzählt. Also ganz eigenartig. Und ich soll dann auch nicht das Licht anmachen, es dauert schon 5 bis 10 Minuten, ehe es oben ist. Ja, ja, ach, das hat eine Ewigkeit gedauert, ehe sie aufgeschlossen hatte. Also dann ging es meistens nochmal das Licht aus, bevor sie drin war. Dann macht sie es nochmal an, das Licht, und dann, ich sagen, das hat eine Ewigkeit gedauert. Und dann wusste sie nicht, welche Schlüssel manchmal. Ich glaube, einmal habe ich ihr sogar noch die Schlüssel rausgesucht. Ich weiß ja nicht, was in so Menschen vorgeht, nicht? Aber Lebensmut hatte sie auf keinen Fall, denn sie sagte auch zu mir, dass sie eben, sie will nicht mehr. Hier an der Tür sogar. Sie will nicht. Sie kann nicht mehr und sie will auch nicht mehr. Worte, die so die beiden Frauen gewechselt haben, die dann hinterher jetzt nach eingetretenen Ereignissen anderen Sinn ergeben. Was denn dem Ach so, Heiraten. Ja. Du hast, wir waren, das war ganz offen. Du hast da dein Leben fein gezimmert. Du bist verheiratet, du hast da dein Leben fein gezimmert. Also es war so, als wie hätte ich es man doch anders gemacht.
Und wenn man dann merkt, dass der Körper immer mehr zusammenfällt, das merkt man ja wahrscheinlich selbst, wenn es einem immer schlechter geht, so nun bist du allein, ja nun bist du eventuell auf fremde Hilfe angewiesen, ja fremde Hilfe kannst du ja nicht kriegen, du hast ja keinen Menschen, wer soll dir helfen? Also schön nimmst du eben Tabletten und dann bist du weg. Und am 10. März 1969? Abends so kurz nach 5, dann habe ich die Feuerwehr angerufen. Und gegen 19 Uhr ist er verstorben. Im Nachlass Clara Heidebrecks fand sich ein Brief, den sie vor Jahren an ihre Schwester schrieb, aber nicht abgesandt hat. Liebe Käthe, um nun endlich deinen Brief zu beantworten. Lust zum Schreiben? Keine. Immer müde? Mit einem gehörigen Schuss Lebensüberdruss will ich versuchen, ein paar vernünftige Sätze zustande zu bringen. Wenn das Glück günstig ist, schicke ich sie sogar ab. Einsamkeit kann sehr schön sein, wenn man von der lieben Mitwelt wieder einmal genug hat. Doch Mangelleiden an lebensnotwendigen Dingen ist eine Schikane des Teufels. Man muss sich anstrengen, aus der Misere das Beste herauszuholen. Dann hat der Teufel das Nachsehen. An Wolfgangs wirtschaftlichem Missgeschick nehme ich aufrichtig Anteil. Ich kann ihm immer nur empfehlen, sich bei einer Volkshochschule einzuschreiben, für ein Fach, für welches er Interesse hat. Die Menschen, welche er dort kennenlernt, haben Ideale. Sie streben einem Ziel entgegen, das ihrem Leben Inhalt gibt. Es sind meistens arme Teufel mit der Sehnsucht im Herzen, irgendein geliebtes Können oder Wissen zu erreichen, dem Leben etwas abzutrotzen, herauszukommen aus der Enge und Trübseligkeit des Daseins. Wissen ist Macht. Seinen Verstandesapparat nicht verkümmern zu lassen, trainieren. Man muss nur die Energie aufbringen, regelmäßig die Kurse zu besuchen, auch wenn man glaubt, keine Zeit zu haben oder sich müde fühlt. Das kann die Jugend. Das Alter hat hier seine Grenzen. Selbst wenn man nicht die oberste Sprosse der Erkenntnis oder Fertigkeit erreicht, so gibt auch das Streben danach schon Glück, Freude, Ablenkung, Fröhlichkeit. Wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, die alles mitmacht, ist es doppelt schön. Diese Freude hatte ich leider nur 10 Jahre, nämlich als wir im Volkschor sangen. Jetzt hat uns das Leben auseinandergebracht. Eine Woche nach dem Tode Clara Heidebrecks stand ein junger Mann vor der Tür ihrer Wohnung. Der neue Mieter. 20 Jahre alt, Junggeselle, Beruf Offset-Kopierer. Er bat darum, die Wohnung ausmessen zu dürfen. Stand 32,21. Während in der Küche Strom- und Gasuhr abgelesen wurden. Wann wollen Sie ihn einziehen? Ja, so früh wird jeder. Am 1. habe ich einen Vertrag. Und bis dahin wird die Wohnung frei sein, die Gas- und Stromrechnung bezahlt und alles, was an Clara Heidebreck erinnert, ausgeräumt. Auf ihrem Postcheckkonto blieb ein Restguthaben von 6,49 Mark. So, das war's. Wie gesagt, die Rechnung wird Ihnen nachgeschickt, wa? Ist recht, ja, Sie wissen ja Bescheid. Jawohl, Jüdischer 6, ne? Jawohl, da geht die Rechnung. Jawohl. Wiedersehen. 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 Wiedersehen.